Torno Business Personality, ein Podcast für Fach- und Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Die kleine Weiterbildung für zwischendurch. Von und mit Ortro Torno, Trainerin und Coach aus Fulda. Moderiert und betreut von Thomas Noll. Heute mit einem besonderen Gast, und zwar Arabella Torno, der Tochter von Ortro Torno. Arabella ist PR-Manager und VIP Relations Manager bei der McFit Global Group in Berlin. Heute dreht sich wieder alles um das Thema Kairos. Willkommen zu unserem nächsten Podcast. Thomas, wie viel ist das eigentlich jetzt? Der sechste. Der sechste Podcast. Es ist der sechste Podcast, in dem ich heute zu Kairologie oder auch zu anderen Themen und heute ein spezielles Thema Kairologie. Und ich freue mich ganz besonders. Heute habe ich eine Interviewerin bei mir sitzen, die ich sehr, sehr schätze. Es ist meine Tochter Arabella, die jetzt kairologisch in L5 ist, also über 25. Und sie hat sich damit beschäftigt, hat viele Fragen. Und da habe ich sie gebeten, doch einfach die Fragen mal an mich zu stellen. Und das würde ich ganz gern Ihnen allen auch zur Verfügung stellen. Arabella, schön, dass du da bist. Danke für dein Interesse an meinem Thema. Hallo. Ja, du hast es ja jetzt eben gerade schon vorweggenommen ein bisschen, dass ich mich damit beschäftige und aber auch in einer speziellen Lebensphase bin. Dazu möchte ich heute eigentlich ganz gerne näher eingehen und auch alle Fragen, die ich so auf dem Herzen habe, einfach von dir beantwortet bekommen. Sehr gerne. Du hast es in deinen anderen Podcasts ja schon mal gesagt, aber heute nochmal ganz speziell für mich und vor allem meine Altersgruppe. Ganz kurz und knackig, was ist denn eigentlich Kairologie? Wo das Kairos ist, das ist das Leben. Die Kairologie, die beschäftigt sich mit der Dynamik in unterschiedlichen Lebensphasen und der Energie, die ich da habe, die ich nutzen könnte. Denn gleichzeitig beschäftigt sich die Kairologie auch mit den Potenzialen, die ein Mensch mitbringt, die er aber auch entfalten könnte. Aber was ist denn eigentlich ein Kairos? Kairos. Kairos-Momente sind solche Momente, wo ich im Leben die Bedingungen erlebe, die ich an mein Leben stellen sollte. Also wo ich am glücklichsten, am erfolgreichsten bin, wo es fliegt. Man sagt auch manchmal Flow-Elemente dazu. Und gibt es berufliche oder auch natürlich private Kairos-Momente für dich und die dein Leben geprägt haben? Oh ja, da gibt es viele. Naja, es wird ja natürlich auch ein bisschen persönlich. Aber ich will es einfach mal erzählen. Ich habe mir so überlegt, so im Nachhinein, ich gehöre zu einer Generation, die in Beziehung zu sich und mit anderen Menschen ist. Und dadurch habe ich im Nachhinein einige Situationen kairologisch richtig gut genutzt. Zum Beispiel in L4. Also bis 25, Aufbruchgeschichte. Da habe ich eine Fortbildung gemacht in Frankfurt, Etikette. Da hat noch keiner über die Etikette nachgedacht. Ich fand ehrlich ein Wissen, ich wollte es wissen. Danach in L5, da habe ich den großen Wunsch verspürt, ich wollte unbedingt Mutter werden. Heute weiß ich, es ist die Familienphase. Und Gott sei Dank habe ich dich, und das war einer meiner wertvollsten Kairos-Momente, dann auch bekommen dürfen. Was ich sehr schön fand. Und gleichzeitig in dieser Phase L5, wo ich habe ich dann auch gemerkt, das kann alles nicht so sein. Da habe ich den Mut gehabt und da hat man den Mut, das größte Risiko einzugehen. Denn ich habe bei der Sparkasse gekündigt und habe mich auch noch privat auf eigene Füße gestellt mit dir zusammen. Also mutige Schritte, die man sonst in keiner anderen Phase macht. Und so zieht sich das durch bis heute. Und wie bist du aber dann in erster Linie auf Kairologie gestoßen? Ja, ich habe schon vor 15 Jahren mal einen Vortrag gehört von dem Raschelhöfen zum Thema demografischer Wandel und wie der demografische Pilz sich entwickeln sollte. Ich habe seinerzeit, hat mich das beschäftigt, Mittelstand, Unternehmer, Nachfolgeregel, Generationsvielfalt, waren schon Themen, mit denen ich auch Vorträge gemacht habe. Ich war auf der Suche nach etwas, was ich der Welt oder was ich meinen Kunden, meinen Klienten geben konnte und das sollte nicht die fünfte Potenzialanalyse sein. Und so habe ich gegoogelt und bin auf Kairos gekommen und auf Dr. Karl Hoffmann. Und Dr. Karl Hoffmann hat eben eine Kairos-Wissenschaft dahinter, die etwas berechnen kann, die nicht nur einfach sagt, es sind schöne Momente, Achtsamkeit und Acht auf dich, sondern wir sind, und wir haben dann auch die Deutsche Gesellschaft für Kairologie gegründet, wir sind in der Lage, das Ganze zu berechnen. Oh, das ist echt interessant.
Aber ab welchem Alter macht es nach deiner Meinung denn eigentlich Sinn, mit der Wissenschaft der Chirurgie sich auseinanderzusetzen? Also ja. Inwiefern hilft es mir vor allem als Jugendlicher? Macht immer Sinn. Man muss nicht die ganze Wissenschaft begreifen. Ja. Ich meine, dazu, wenn ich mit Zahlen hier agieren würde, verschrecke ich meistens die Menschen. Aber das Wissen daraus ist spannend. Zum Beispiel habe ich letztens eine Gruppe von jungen Menschen in einem großen Autohaus gehabt, die ich auch trainiere. Und es war spannend, am Ende nach 6 Sessions haben die einen Vortrag, eine Präsentation gemacht und einer dieser Gruppe hat dann aufgenommen, hat die Lebensphasen deutlich dargestellt und dann hat mir gesagt, wie wertvoll es für sie erst jetzt die Erkenntnis war, wie wichtig es auch Ziele zu haben und dass man auch in jeder Lebensphase praktisch sich auch neu entwickeln und entfalten kann, was man das Recht dazu hat, die aktiv damit gearbeitet haben. Fand ich ganz spannend. Und du, wenn ich jetzt mal auf dich gucke, du bist jetzt auch in der Lebensphase, wo du ganz bestimmt gestalten kannst. Darauf wollte ich jetzt eigentlich erstmal eingehen. Du hast ja schon gesagt, ich bin in L5, ja. Richtig? Ja. Was bedeutet das denn eigentlich? Also ich bin jetzt 25 Jahre alt. Wie errechnest du bitte meine Lebensphase? Ja, wie errechne ich deine Lebensphase? Ja, da ich dich ja sehr gut kenne, kenne ja. Ich auch dein Geburtsdatum, brauche ich nicht den Datenschutz zu machen, ne, und da auch drauf reinzugehen. Aber da du bist jetzt in L5 und jetzt nicht böse sein, Arabella, du wirst dieses Jahr 26. Also bist nicht mehr ganz in L5. Naja. Denn bis 25 Jahre und 6 Monate habe ich das Recht dazu, Fehler zu machen. Die kann ich immer im Leben machen, kann sie ausbilden. Aber hier ist wichtig, wirklich durch welches Handeln habe ich welchen Erfolg. Und du hast ja auch einiges ausprobiert. Du hast viele Praktikas gemacht, viele Dinge. Du bist im Ausland gewesen. Du hast viel Erfahrung. Das ist ein Fundus, weil damit baue ich mein Ich-Vertrauen auf. Und damit bereite ich jetzt die Phase vor, die nächste. In L5. Da geht es jetzt, wie entwickle ich jetzt auch meine Vernunft weiter? Das heißt, wie möchte ich in Zukunft leben? Welchen Entwicklung, welchen Gestaltungsraum möchte ich meinem Leben geben? Und das ist eine Phase, wo du dich ganz stark auch mit mir auseinandersetzen wirst. Welche Werte, die ich von zu Hause habe vorgelebt bekommen, will ich mit in meine Zukunft nehmen? Was war richtig, was ist falsch? Weil wenn ich genügend Kraft aus der ersten Phase habe, 0 bis 6 Jahre, in Urvertrauen, dann entwickle ich auch ein Vertrauen in mich und in meiner Stabilität, meinen eigenen Weg zu gehen und eigene Überzeugungen eben auch nach außen zu vertreten. Und da bist du jetzt am Anfang, und wenn du jetzt genau wissen willst, bist du jetzt, sag ich mal, L5, 6, du bist auch noch in der ersten Phase in L5, wo du dich geistig mit verschiedenen Dingen auseinandersetzt und an deiner Ich und deiner, in der Wir-Vernunft schaust, wie kriege ich das alles mit meinem momentanen Lebensumfeld auch hin, in welcher Beziehung. Du setzt dich jetzt geistig damit auseinander. Dann kommt die nächste Phase, da gehst du in Beziehung zu verschiedenen Themen. Was ist denn die nächste Phase? Also in dieser Phase sind 6,5 Jahre, das geht dann bis ca. 32. 32 Jahre wird es dann in die nächste Lebensphase eingehen. Aber in dieser Phase, wo du jetzt bist, baut sich das auf. Denk mal, wie so ein Wasserkocher. Du kommst in eine neue Phase rein und schaust, was bringt mir das jetzt? Du merkst jetzt, was kann ich jetzt tun? Und wenn ich jetzt das nutze, wirklich mich kritisch mit allem auseinanderzusetzen, mit meinen Werten, wer bin ich, was bin ich heute, was will ich? Das ist eine wichtige Phase. Und dann geht es los und das ist wieder spannend. Da kommt erst, gehe ich geistig, dann gehe ich in Beziehung zu verschiedenen Situationen, dann gehe ich hin und mache die ersten Strukturen und dann handle ich und gebe dem Ganzen eine Form. Und meistens wird man dann unzufrieden, wenn man das nicht gleich spürt. Also es baut sich auf wie ein Wasserkocher, wenn es kocht. Und da bist du in der ersten Phase drin. Das heißt, du gehst jetzt gedanklich und guckst, was mache ich da jetzt draus und gestalte das. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich kurz unterbrochen. Nein, ist okay. Aber du hast ja vorhin gesagt, man kann in deinen Seminaren vor allem, rechnest du ja auch was vor. Ja. Und was aber kannst du vor allem in deinen Seminaren, aber auch jetzt heute für mich berechnen? Also eher gesagt, wo kann ich auch Kairos anwenden mit dem Wissen, was du mir heute auf dem Weg gibst, halt auch in meiner Partnerschaft? Ja, kann ich auch, wenn ich dann so schaue, wo dein Partner momentan steht. Manchmal kommen Spannungen hoch, dass ein Partner schon am Ende einer Lebensphase ist. Und da ist man am Konflikt, weil man am Auseinandersetzen ist, was mache ich jetzt, ich will handeln, passiert nicht. Da bin ich sehr stark, brodelt ist, wie beim Wasserkocher. Und wenn da jetzt nicht was passiert, dann schäumt auch schon mal was die Temperamente über und man ist nicht ganz so in der Ruhe, wie man sonst ist. Und das gilt es zu wissen und so sagen, okay, das geht vorüber, spätestens dann und dann und dann. Das kann ich dann mit berechnen. Und ich merke das auch oft, gerade in Beziehungen,
ist es wichtig, dann diese Gelassenheit zu entwickeln. Aber wenn ich doch das Wissen habe mit der Chirurgie, ja, kann ich dann auch sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt privat auch vielleicht jemanden kennenlerne als Freund oder Freundin, ah, okay, jetzt habe ich das Wissen der Chirurgie, aber ich merke, ich passe mit diesen Menschen gar nicht zusammen, dass man auch sagen kann, naja, okay, ich halte mich von dir fern. Nun ja, wenn die Liebe hinfällt, fällt die Liebe hin. Aber es spannend ist jetzt wirklich zu gucken, Liebe ist ja immer das, wenn ich den anderen so nehme, wie er ist. Das hat ja was mit Toleranz zu tun. Man entwickelt eine Toleranz für den anderen. Zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der ganz starke Strukturen braucht und der andere es mir nicht gibt, dann gibt es schon Spannungen. Ob ich damit langfristig leben kann, weiß ich nicht. Aber es hilft mir, das anders zu verstehen und im Vorfeld zu schauen, was kommt auf mich zu. Aber wie hilft mir das als Jugendliche auch vor allem in meiner Arbeit? In der Arbeit ist es oft, wenn ich dann mit jungen Menschen arbeite und zeige ihnen dann das Lebensphasenmodell auf und lasse die mal so ihr Umfeld, das berufliches Umfeld eintragen. Wo steht denn ihr Chef? Wo ist der Meister drin? Wo ist der Kollege, die Kollegin? Und ich dann mit denen durchgehe, wer in welcher Phase, welche Energie und welches Selbstverständnis hat. Und auch, wie alt ist jemand, welche Werte bringt jemand mit? Entdecke ich oder kriege ich als rückgespiegelt, dass die völlig anders auf die anderen schauen und viel mutiger sind, jetzt zum Beispiel die Feedbacksgeschichten einzufordern, auf die Menschen zuzugehen, weil sie eine Haltung entwickeln und sagen, der weiß es ja nicht anders, aber für mich ist es wichtig, ich muss jetzt aktiver werden und muss einfach in meiner Selbstentfaltung und auch Lebensentfaltung mich mehr durchsetzen, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann fehlt mir das im Nachhinein. Und der andere kann es nicht. Also ich werde aktiver, durch das Bewusstsein weiß ich, dass ich bin viel Ursache von Wirkung, die da kommen kann. Und entwickle ein anderes Verständnis für Menschen in einer anderen Lebensphase. Also das ist jetzt eben gerade schon angeteasert. Also du meinst auch mit der Chirurgie, dass man vor allem auch leichter und erfolgreicher leben kann, richtig? Auf jeden Fall. Wenn ich weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann sollte ich etwas tun? Wann fällt mir etwas leichter? Ist das schon schön? Und was ich noch dazu sagen will, ist es schon spannend zu gucken und zu schauen, weil was drängt mich? Weil es gibt zwei Dinge, die wichtig sind dabei. Die Bedeutungen ändern sich im Laufe des Lebens. Und viele Menschen rennen mit 40 Dingen nach, die waren für die mal 20 wichtig, als sie 20 waren. Und manch ein Mensch ist 70 und rennt noch Dinge nach, die vielleicht mit ihm für ihn wichtig war, als er 40 oder 30 war. Aber sich auf sich mal zu besinnen und zu sagen, welche Bedeutung hat heute etwas, ist ganz spannend. Das wirst du auch erleben, noch wirst du nicht Kinderwagen groß wahrnehmen, wenn du draußen rumgehst. Aber wenn du mal selber ein Kind haben willst, willst du sehen, welche tolle Kinderwagen es überall gibt und was es ist. Genauso ist, wenn du dir ein Auto kaufst und willst eins, plötzlich siehst du lauter Autos, die in deiner Vorstellung sind. Die Bedeutung ändern sich im Laufe des Lebens. Kannst du mir sagen, wann sich die Bedeutung für mich verändern? Ja, erfahrungsgemäß ist es so, dass praktisch jetzt bist du dabei mit Begeisterung, das, was du mal jetzt gelernt hast, willst du in die Welt hinaustragen. Ja. Also schön ist es für dich und bedeutungsvoll ist es, wenn du, und ich wünsche dir, dass du jemand hast als Vorgesetzten, der dich entfalten lässt, der dir Vertrauen entgegenbringt, dass du dich verwirklichen kannst. Mhm. Und jetzt bist du auch dabei, dich zu entwickeln und zu gucken, welchen Gestaltungshorizont will ich geben. Es wird sich ändern, wenn du so zu 32 hinkommst, dann wirst du es spüren, dann will man eher, kommt so eine Familienphase. Wenn ich privat jetzt keine Familien habe, dann möchte ich aber im Team dazugehören. Da habe ich eine ganz andere Resonanz zu Menschen, zu Teams, da möchte ich wieder dazugehören. Und die Phase geht auch wieder weniger, so zu 39, dann bist du eher in der Phase drin, wo du dann guckst, wie gut ich möchte ein Projekt haben, wie gut kann ich mich verkaufen, da fange ich an zu gestalten, da will ich nach außen gehen und will die Dinge auch, will da etwas verändern und will aber auch eigene Leistung bringen können. Und das sind so Bedeutungen. Und plötzlich fürs Umfeld guckt, verstehe ich gar nicht. Es war doch immer wichtig mit Resonanz und mit mir in Beziehung und Mann. Und plötzlich verändert sich das im Leben. Und dann kann ich mich besser begreifen und kann aber auch mit anderen sprechen darüber. Und was mich jetzt auch noch interessiert ist, wenn ich an der Arbeit zum Beispiel mit meinem Vorgesetzten rede, was wäre zum Beispiel an der Arbeit, wenn alle nach dem Wissen der Chirurgie arbeiten würden? Wenn alle nach dem Wissen der Chirurgie arbeiten würden.
Auf jeden Fall wäre durch die Generationsvielfalt, würde man ganz anders auf unterschiedliche Generationen schauen, wie wichtig jede Generation mit ihrem Zeitgeist, mit ihren Werten, mit ihren Vorstellungen, mit ihren Ideen ist. Es würde viel in mehr Innovation in Firmen kommen, weil alle Generationen, alle Lebensphasen sind spannend und wichtig. Die über 50-Jährigen sind genauso wichtig wie die 25- und 30-Jährigen. Weil Wissen weitergeben ist das eine, aber auch neue Ideen zuzulassen. Das nächste ist das Wissen darum, man wird toleranter umeinander. Und man kann, wenn jetzt in der Arbeitswelt das gezielt gefördert wird, gezielter Menschen entwickeln, motivieren. Und das ist ja heute ein wichtiges Thema. Fachkräfte gewinnen, Fachkräfte ans Unternehmen binden und motivieren. Und das habe ich schon in unterschiedlichen Firmen mit dem Bewusstsein des karriologischen Wissens platzieren können. Da freue ich mich auch über die Erfolge, weil die Mitarbeiterzufriedenheit steigt. Ja, das stimmt. Sehr deutlich. Und was würdest du sagen, wenn wirklich jeder Mensch nach Karriologie leben würde? Was wäre dann auf einmal mit der Welt los? Ja, ich glaube, da haben wir alle den Wunsch, dass es einfach Frieden wird, dass mehr Toleranz wird für das andere sein. Mhm. Und eins steht ja fest, je zufriedener ein Mensch ist, je dialogfähiger ist ein Mensch auch. Und es ist auch immer, was ein Mensch gern macht, macht er gut. Ja. Und das haben schon die Glücksforscher alle gesagt. Mach das, was dir liegt, deine Talente, und du wirst auch da erfolgreich werden. Nur manch ein Mensch, und das ist ja das, manch ein Mensch kennt seine Potenziale nicht, weiß nicht um das, was er machen könnte. Und da können wir im Einzelnen ansetzen und aber auch andere Menschen, die Mentoren sind, befähigen, auf andere Menschen zu schauen und da eben diese Potenziale zu entdecken helfen und so herauszuholen. Da sehe ich eine ganz große Herausforderung. Und insofern ist Kairos und Kairologie ist aktuell das wichtigste Wissen, was man braucht, um Menschen heute zu transformieren. Das ist ja heute dieser moderne nächste Führung, transformationale Führung, sagt man ja heute. Es ist nichts anderes als der wertvolle Blick auf Menschen und in der Entwicklung und auf Augenhöhe sich zu begegnen. Und welchen Tipp würdest du mir, mir aber auch allen anderen, vor allem auch Jugendlichen, mit auf den Weg geben, die sich noch, jetzt vielleicht sage ich mal, die noch nichts von Karriologie gehört haben, sich aber jetzt mit dem Thema ein wenig versuchen auseinanderzusetzen? Ja, die Welt und das Leben bietet uns viel mehr Möglichkeiten und Chancen als die meisten, die Mut haben, dies zu nutzen. Jeder Mensch, egal wo du jetzt stehst, wo du herkommst, was ein junger Mensch auch in der Vergangenheit erleben musste, durfte, wie auch immer, hatte die Möglichkeit, seine Resonanzentfaltung, seine Fähigkeit in Beziehung zu anderen Menschen zu gehen, zu entwickeln. Er kann genauso seine Durchsetzungsstärke entwickeln, nämlich die Lebensentfaltung für sich und sein Leben, die Gestalt zu geben, die er braucht, aber auch seine persönliche Entfaltung, seine eigene Vernunft weiterzuentwickeln. Und diese Vernunft weiterentwickeln ist immer, wenn ich etwas für mich tue, wenn ich bei meiner Logik, wenn ich gucke, wie kann ich neue Zusammenhänge anders bringen. Diese Auseinandersetzung mit der eigenen Person ist so wichtig, um einfach andere Menschen auch zu verstehen. Erlaube mir einen Satz an der Stelle. Stefan Zweig, wir sind gestern gerade an einer Straße vorbeigefahren, da stand Stefan Zweig Weg. Da habe ich an das Zitat gedacht. Stefan Zweig sagt, wer einmal sich selbst begriffen, begreift auch andere Menschen. Und die Kairos-Wissenschaft hilft dabei, sich noch besser zu begreifen und geht tiefer als jede Persönlichkeitsanalyse. Oh Mama, ich muss echt sagen, das ist wirklich super interessant und hat mich jetzt auch echt nachdenklich gemacht und will dir an dieser Stelle aber erstmal jetzt Danke sagen, dass du mir alle Fragen beantworten konntest, und ich freue mich schon, ja, einfach mehr auch darüber zu lernen. Ja, und Arabella, ich will es nochmal betonen, ich freue mich riesig, dass du dich so für das Thema interessierst und machst und auch heute bereit erklärt hast oder einfach von dir auf mich zukommst und sagst, Mama, ich will dich einfach mal interviewen. Das muss viel mehr Leute draußen wissen in meinem Alter und das Podcast mit mir gemacht hast. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao. Alle Informationen zu Otto Thorno gibt es auf der Webseite www.thorno.de. Hier sind auch alle Workshops und Vorträge von Otto Thorno veröffentlicht.